Ehre, wem Ehre gebührt. Seit vielen Jahren ehrt der Berliner Turn- und Freizeitsportbund Persönlichkeiten, die sich in den Vereinen verdient gemacht oder durch eine besondere Leistung hervorgetan haben. Die Atmosphäre war wieder wundervoll. Der Wettergott hat gehalten. So wie im letzten Jahr konnte man im Sommer genießen, die Ehrenämter oder die Ehrenpreise zu verleihen. So steht die diesjährige Vera Tschitschak-Preisverleihung in der Sportschule des Berliner Fußballverbandes am Kleinen Wannsee unter dem Motto Echte Vereinsretterinnen. Und das nicht ohne Grund. Schließlich wurden die Vereine in den letzten zwei Jahren immer wieder vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Lockdown, Schließung der Hallen und Sportverbot. Doch viele Vereine haben diese Situationen mit den Vereinsretterinnen gemeistert und sich mit großem Engagement, Herzblut und Kraft dafür eingesetzt, den Verein und seine Mitglieder wieder zusammenzubringen und diesen so zu retten. So hat der BTFB bei der Auswahl der diesjährigen Preisträgerin die Qual der Wahl. Doch jetzt steht es fest, der Ehrenamtspreis geht an Sandra Liebender. Dann fing eben die Recherche an, wer ist eigentlich Vera Tschitschak, diese Person, was hat sie Besonderes gemacht, und ja, dann war ich hellauf begeistert, mit dieser Person in Verbindung gebracht zu werden. Das ist eine Ehre. Des Weiteren werden der Newcomer-Preis und die Gerhard-Berger-Medaille verliehen. Als Newcomer des Jahres werden Jugendliche und junge Erwachsene ausgezeichnet, die sich in den Berliner Vereinen ehrenamtlich engagieren und einen wichtigen Beitrag leisten. Daneben würdigt der Veranstalter mit dem BTFB Sport Award auch besondere Leistungen von Breiten- und Leistungssportlern. Ich habe mich total gefreut, den Preis zu bekommen. Das ist einfach eine wunderschöne Anerkennung für das, was man tut, und eine super Motivation, auch einfach mit dem weiterzumachen, was man da macht. Der BTFB-Geschäftsführer Claudio Preil betont in seiner Rede die große Bedeutung des Ehrenamtes und zeigt sich über den großen persönlichen Einsatz der Ausgezeichneten beeindruckt. Und deshalb ist für mich auch diese BTFB-Awards, die wir einmal im Jahr veranstalten, mit die wichtigste Veranstaltung, die wir haben, weil dort diese Personen, die sonst vielleicht mal hinten anstehen, damit es dem Verein gut geht, damit es der Mannschaft gut geht oder damit irgendwas passiert, halt auch mal geehrt werden. Alle Preisträgerinnen und Preisträger der BTFB Awards im Überblick. Für Roland Ankert, leitender Landestrainer für Geräteturnen, beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt. Denn nach Jahrzehnten im Turnsport und zahlreichen Erfolgen mit seinen Schützlingen bei Meisterschaften wird er bei den BTFB Awards gebührend in den Ruhestand verabschiedet. Das ist die Zielgerade, die man dann erreicht hat, wenn man 51 Jahre am gleichen Ort tätig war, durch aktive Laufbahn, als auch dann als Trainer 45 Jahre. Somit muss man sagen, man hat es geschafft, man ist hier bei den Awards angekommen. Im Rahmen des Kinderschutzpreises, der die besonderen Verdienste von der AG Kinderschutz ehrt, wird auch verkündet, dass der Berliner Turn- und Freizeitsportbund derzeit die erste Kinderschutz-Sportkonferenz vorbereitet. Diese findet am 1. Oktober 2022 statt. Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an den BTFB. Wir haben ganz tolle Experten im Kinderschutz, die uns dort begleiten werden. Und wir hoffen auf ganz viele Anmeldungen und sind im Bärensaal. Dafür danken wir der Senatsverwaltung, einfach nur toll. Nach der Preisverleihung findet der Abend in einer gemütlichen Atmosphäre am Kleinen Wannsee seinen Ausklang, immer unter dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt.